بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى. Wir haben das letzte Mal über die Behälter aus Tierhäuten und die Verarbeitung von Tierhäuten zu Leder geredet, oder nicht? Und kommen nun auf Seite 61, die Regelungen über das Verrichten der Notdurft. Der Verfasser sagt, Hafizahullah, da unsere Religion eine vollkommene und vollständige Religion ist, die nichts außer Acht gelassen hat, was die Menschen für das Dies und Jenseits wissen müssen, umfasst sie jedes Detail im Leben, sogar das Verrichten des Geschäftes, damit der Muslim sauber ist und nach Vollkommenheit strebt. Damit der Mensch seine Stellung über den Tieren bewahrt und rein bleibt, muss er sich an bestimmte Regeln halten, weil Allah subhanahu wa ta'ala unseren Stand über den der Tiere gesetzt hat. Es gibt Anstandsregeln, sowohl vor Verrichtung der Notdurft als auch währenddessen und danach. Und da kommen wir zuerst zum Punkt, den Abort betreten. Wenn man an einem Ort kommt, an dem man sein Geschäft verrichten möchte, handelt es sich entweder um einen geschlossenen Raum oder einen Platz im Freien, wie zum Beispiel in der Wüste. Wenn man zu einer Toilette kommt, um sein Geschäft dort zu verrichten, ist es Mustahab. Was war denn bitteschön noch einmal Mustahab? Und das heißt, was ist, wenn es wünschenswert ist? Ja? Also die Umsetzung wird belohnt und die mangelnde Umsetzung wird nicht bestraft. Gut, also es ist Mustahab, vor dem Betreten mit dem linken Fuß Bismillah zu sagen. Also man geht vor dem Betreten mit dem linken Fuß und eben Bismillah zu sagen. Und zwar sagt man noch Bismillah, inni, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'if. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'if. Das heißt, im Namen Allahs, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir von den männlichen und weiblichen Satanen. Das heißt, der Mensch, die Person, die auf die Toilette geht, geht mit dem linken Fuß rein. Und bevor man reingeht, sagt man Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Entscheidend ist die Türschwelle. Wenn man sein Geschäft im Freien verrichtet, sagt man diesen Dua, sobald man sich entblößen will. Da gibt es ja keine Tür im Freien. Manche sagen, kurz bevor man seine Notdurft tatsächlich beginnt zu verrichten. Stärker ist die Ansicht, die erste Ansicht, denn der Grund, warum man Bismillah sagt, ist, dass Ali radiallahu anh über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, Satru ma bayna a'yun al-jinn wa awrati bani Adam, idha dakhala ahaduhum al-khala an yaqula Bismillah. Das heißt, die Scheidewand zwischen den Augen der Jinn und den Schamteilen der Menschen, wenn sie zum Abort gehen, ist Bismillah zu sagen. Das heißt, damit man in Schutz ist vor den Jinn. Und deswegen sollte man auch im Freien, bevor man sich entblößt, beziehungsweise bevor man eben das Geschäft verrichtet, diesen Dhikr sagen. Danach kommen wir zu dem Verlassen des Aborts. Nachdem man den Ort mit dem rechten Fuß zuerst verlassen hat, sagt man Rufranek. Also links gehen wir rein und mit rechts gehen wir raus. Ja? Und man sagt, wenn man rausgeht, Rufranek. Das heißt, ich bitte dich um deine Vergebung. Was ist nun, man könnte sich ja die Frage stellen, habe ich gerade gesündigt, als ich auf der Toilette war, sodass ich nun Rufranek sage, ich bitte um Vergebung? Ist es eine Sünde, auf die Toilette zu gehen? Ist keine Sünde. Warum sage ich dann, ich bitte um Vergebung? Ich habe nichts getan, was falsch ist. Ja? Weil ich Allah in der Zeit nicht gedenken konnte. Das ist eine Ansicht.
Und die zweite Ansicht lautet, weil in dieser Zeit oder weil durch das Verrichten des Geschäfts ist es mir besser gegangen. Ja, ich bin von der Last nun frei, die ich hatte. Ich fühle mich wohl nach dem Verrichten der Notdurft. Und so wie ich mich wohl fühle nach dem Verrichten der Notdurft, erinnere ich mich, dass ich noch eine Last habe, und zwar die Last der Sünden. Und ich möchte mich auch von dieser Last befreien. Und das geht durch was? Durch die Bitte um Vergebung. Also, die Weisheit, die hinter dieser Aussage Rufranek steht, ist nach manchen Gelehrten die folgende. Man macht sich bewusst, welche Last man im Diesseits im eigenen Körper trägt und wie schwer sie einem fällt. Wie wird es dann mit den Lasten Sünden, also den Sünden sein, am Tag der Auferstehung? Deshalb bittet man Allah um Vergebung. Eine andere Meinung der Gelehrten ist, dass man Allah Azza wa Jalla um Vergebung bittet, weil man Allah nicht gedacht hat, während man sich am Abort befand. Diese Ansicht ist aber eher schwach, weil man nicht Allah gedenken darf. Also Allah Azza wa Jalla hat dir ja gesagt, du sollst ihn nicht auf der Toilette erwähnen. Und deswegen, warum bittest du um Vergebung für etwas, was Allah dir auferlegt hat? Und deswegen ist eben die andere Ansicht die stärkere, dass der Mensch sich an die Sünden erinnert, diese Last der Sünden, und er will sich davon befreien. Und deswegen sagt er Rufranek. Also, diese Ansicht ist aber eher schwach, also dass man eben Allah nicht gedacht hat und deswegen um Vergebung bittet, weil man nicht Allah Azza wa Jalla gedenken darf, wenn man in der Toilette ist. Man hat ja Allahs nicht gedacht, weil es nicht gesetzlich ist. Insofern braucht man nicht um Vergebung bitten, da man sich ja an das Gesetz gehalten hat. Der Grund für das Verlassen des Aborts mit dem rechten Fuß ist der, dass man mit Rechtstaten begeht oder beginnt, die wertvoll, gesellschaftlich achtenswert und sauber sind. Die linke Seite benutzt man, wenn man Unreinheiten entfernt oder Dinge tut, die gesellschaftlich minderwertig sind, wie das Tragen der Schuhe, da sie normalerweise mit Schmutz behaftet sind. Dass man mit dem linken Fuß die Toilette betritt und mit dem rechten Fuß den Abort verlässt, ist Mustahab, also wünschenswert, und keine Sunna, sondern das heißt. Also, dass darüber nichts überliefert wurde. Es gibt, doch Allah weiß es besser Bescheid, offensichtlich keinen Hadith, der besagt, dass man mit dem linken Fuß die Toilette betritt und mit dem rechten Fuß den Abort verlassen soll. Aber Anas ibn Malik sagte, من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. Zur Sunna gehört es, die Moschee mit dem rechten Fuß zu betreten und mit dem linken zu verlassen. Dementsprechend haben manche Gelehrte den Hadith in Bezug auf die Toilette umgedreht, weil die Moschee im Gegensatz zur Toilette ein Ort der Reinheit ist. Und ebenso ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes überliefert worden. An Aisha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna ya'khudhu bi yaminihi wa yu'ti bi yaminihi wa yuhibbu at-tayammuna fi jami'i umuri. Aisha sagte, der Gesandte Allahs liebte es stets mit rechts zu beginnen. Er nahm mit rechts und gab mit rechts. Er liebte es bei allem mit rechts zu beginnen. Dies gilt auch für die Kleidung. Man beginnt mit der rechten Körperhälfte. Auch beim Anziehen der Schuhe ist es Sunna mit rechts, beim Ausziehen allerdings mit links zu beginnen. Denn Abi Huraira sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also Abu Huraira sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr eure Schuhe anzieht, dann beginnt mit rechts, und wenn ihr sie auszieht, dann beginnt mit links. Der rechte Schuh wird zuerst angezogen und zuletzt ausgezogen. Die Mehrheit der Gelehrten verwendet den Begriff Mustahab und Sunna im Fiqh als Synonyme. Aber besser ist es zu differenzieren. Für Mustahab-Handlungen gibt es im Gegensatz zu Sunna-Handlungen keinen expliziten Beleg. In jedem Fall soll man darauf achten, wie der entsprechende Gelehrte die Worte verwendet. So, das heißt, warum oder woher haben die Gelehrten jetzt, dass man mit links auf die Toilette geht und mit rechts raus? Ja? Umkehrschluss von anderen Sachen.
Also, wie nennen wir das? Ja, also Fachbegriff. Qiyas. Die haben Qiyas gemacht, einen Analogieschluss. Und haben gesagt, okay, wenn das so ist beim Anziehen oder beim Eintritt in die Moschee, dann muss es, und Moschee ist ja ein reiner Ort, dann ist es eben anders auf der Toilette. Also ist der Beleg für diese Sache Al-Qiyas. Und es muss ja nicht immer für eine Angelegenheit ein Hadith oder eine Ayah geben. Al-Qiyas ist ja bei den Rechtsschulen ein Beleg und eine Erkenntnisquelle, die benutzt wird. Und von daher sollte man sich daran auch halten. Denn das ist eben das, was man machen sollte. Dann kommen wir zu dem Punkt, sich außerhalb der Sichtweite aufhalten. Und hier geht es natürlich um im Freien. Weil auf der Toilette, wenn da eine Tür ist, ist man außerhalb der Sichtweite. Wenn man an einem offenen Ort sein Geschäft verrichten muss, ist es Sunnah, sich so weit von den Menschen zu entfernen, bis man alleine ist und sich hinter eine Wand oder einen Baum umzustellen. Jabir berichtet, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرازة حتى يتغيب فلا يرى. Wir sind mit dem Gesandten صلى الله عليه وسلم auf Reise gewesen. Der Gesandte عليه الصلاة والسلام hat sein Geschäft erst verrichtet, wenn er nicht mehr gesehen werden konnte. Und hier steht jetzt, dass das Sunna ist, ja. Aber wann wird es Pflicht? Wenn man natürlich befürchtet, dass man, wenn man sich entblößt, dass die Menschen einen sehen. Aber wenn man das Geschäft verrichten kann, ohne weit zu sein von den Menschen, ohne dass sie einen sehen, dann ist es keine Pflicht, dann ist es nur Sunna, gehen wir ein bisschen weit. Aber wenn du ganz genau weißt, also wenn ich jetzt hier mein Geschäft verrichtet, dann sieht das jeder, dann wird es natürlich wajib wegzugehen. Dann wird es natürlich eine Pflicht, denn du darfst dich nicht vor Leuten entblößen. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war derjenige, der am meisten Schamgefühl, also Haya, hatte. Und Schamgefühl ist Teil des Iman, wie der Prophet alaihi salatu wasallam sagt. Pflicht ist es, dass die Aura nicht mehr gesehen werden kann. Also, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Die Aura, also die Schamteile, die Körperteile, die man nicht zeigen darf, die müssen nicht gesehen, die dürfen nicht gesehen werden. Die Aura eines Mannes ist das, was nur er selbst, die Ehefrau und seine eigene Sklavin sehen dürfen. Bei den Männern ist sie der Bereich zwischen dem Bauchnabel und den Knien. Für eine Frau gilt unter anderen Frauen der gleiche Bereich als Aura. Sunna ist es aber, sich so weit zu entfernen, dass man gar nicht mehr gesehen werden kann. Und hier müssen wir jetzt etwas darüber reden. Also, die Aura des Mannes gegenüber seiner Ehefrau, was ist da die Aura? Ehemann gegenüber Ehefrau, Ehefrau gegenüber Ehemann. Was muss man da bedecken? Nichts. Da gibt es keine Aura. Und hier steht, und seine eigene Sklavin, das heißt, wenn er sie eben als Frau hat, das heißt, wenn er einen Beischlaf hat mit dieser Sklavin. Das waren natürlich Regeln, die damals zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorhanden waren. Weil früher, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gab es natürlich Sklaven. Und der Islam kam mit Regeln, die alle Aspekte des Lebens ordnen. Und da es Sklaven gab, eben auch Regeln über Sklaven. Aber der Islam sorgte dafür, dass es immer weniger Sklaven gibt. Also das Ziel des Islams war es schon immer, dass die Sklaverei nicht vorhanden ist. Und der Beleg dafür ist, dass Allah Azza wa Jal das Befreien von Sklaven
dass er dieser Tat so eine hohe Stellung gegeben hat. Und dass man bei vielen Sachen, wenn man zum Beispiel geschworen hat, oder also einige Formen des Schwures und so weiter und so fort, oder wenn man getötet hat und so weiter und so fort, da gab es bestimmte Möglichkeiten, dass man Sklaven befreit, um es wieder gut zu machen. Ja, um es wieder gut zu machen. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat im Koran und Rasul sallallahu alaihi wasallam in der Sunna immer schon erwähnt, man soll Sklaven befreien. Aber nun gab es Sklaven in der Zeit. Was macht man dann? Es war so, dass eben ein Mann einen Beischlaf haben könnte, also er durfte mit seiner eigenen Sklavin auch schlafen. Und deswegen kann sie, und deswegen wird das hier erwähnt, und deswegen konnte sie natürlich, genauso wie die Ehefrau, den ganzen Körper sehen. Ja? Deswegen hat das hier der Verfasser erwähnt. Gut, also das gilt also für uns heute. Ehemann und Ehefrau dürfen sich gegenseitig sehen, sie müssen sich nicht bedecken. Der zweite Punkt ist jetzt, ein Mann vor den Männern. Da gibt es den Beleg, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Schambereich, der bedeckt werden muss von Männern gegenüber Männern, Bauchnabel bis Knie ist. Also vom Bauchnabel bis zu den Knien. Es gibt keinen Hadith, der nun die Aura, also den Schambereich erwähnt, von Frauen in Gegenwart von Frauen. Es gibt einen Hadith von Männern in Gegenwart von Männern. Aber Frauen in Gegenwart von Frauen gibt es nicht. Und deswegen gibt es verschiedene Ansichten in den Rechtsschulen, was nun die Aura einer Frau gegenüber einer anderen Frau ist. Hier wurde eine Ansicht, und das ist die Ansicht der Schafi'iyya unter anderem, erwähnt, dass das genauso ist wie beim Mann. Also von wo? Von Bauchnabel bis zu den Knien. Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah und viele andere, und das ist auch eine Ansicht bei den Malikiyya, sagten, schauen wir uns mal an, wie waren die Gefährtinnen? Es waren ja Frauen. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie haben sie sich gekleidet? Und da sagen die Malikiyya unter anderem, dass der Schambereich von einer Frau gegenüber einer anderen Frau der ganze Körper ist, außer Kopf und Hals, Arme und unter den Knien bis zu den Füßen. Das heißt, Schulter, Dekolleté bis zu den Knien muss bedeckt sein. Also der Oberkörper muss auch vor einer Frau bedeckt sein. Und das ist die richtige Ansicht, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah es erwähnt hat und wie andere auch es bestätigt haben. Warum? Weil eben das die Art und Weise war, wie sich die Gefährtinnen gekleidet haben. Und wenn wir kein Hadith haben, bevor wir zum Qiyas gehen, man könnte ja sagen, Entschuldigung, ich habe ein Hadith, also benutze ich Qiyas. Qiyas war was? Analogieschluss. Bei Männern ist es so, also ist es bei Frauen so. Aber da sagen wir, okay, aber bevor du ein Qiyas machst, ein Qiyas bedeutet was? Du selbst strengst dich nun an. Aber bevor man sich wagt, selbst einen Analogieschluss zu machen, wäre es doch angebrachter, sich die Gefährtinnen anzuschauen, denn sie lebten zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir sehen, dass sie tatsächlich sich so gekleidet haben und dass es nicht überliefert wurde, dass zum Beispiel eine Dame, eine Gefährtin mit freiem Oberkörper vor einer anderen Gefährtin war, also dass sie nicht so war vor einer anderen Frau, dann sagen wir, dann nehmen wir eben lieber diese Art, sich zu bekleiden. Deswegen sagen wir, die Aura einer Frau gegenüber einer anderen Frau ist der ganze Körper, mit Ausnahme, wie gesagt, Kopf und Hals, Arme und unter den Knien, die Beine unter den Knien.
Das sagte auch der Verfasser hier in der Fußnote 50. Trotzdem gehört es zur Scham, dass eine Frau sich so kleidet, wie es in ihrer muslimischen Gesellschaft unter den gläubigen Frauen üblich ist. Was oben erwähnt wurde, ist lediglich das Mindestmaß. Was hier für den Mann und seine Sklavinnen gilt, gilt nicht für die Frau und ihre Sklaven. Also im Islam gilt, dass eben die Frau sich bedecken muss. Auch vor Sklaven, wenn sie Sklaven hätte damals. Übrigens ist das Verhältnis eines Muslims zu einem Sklavin oder einer Sklavin nicht das, was viele Menschen denken. Viele Menschen haben eine Vorstellung, die sie aus dem christlichen Mittelalter haben und dem Islam vollkommen fremd ist. Im Islam ist das Verhältnis eines Sklaven zu seinem Besitzer ähnlich wie das eines Angestellten zu seinem Arbeitgeber. Dieses Verhältnis ist im Islam mit Rechten und Pflichten verbunden. Insofern isst und trinkt der Sklave bei seinem Besitzer. Er darf nicht geschlagen werden, man darf nicht zu viel Arbeit von ihm verlangen und so weiter. Das waren natürlich Regeln für das Verhältnis zwischen dem Besitzer und dem Sklaven. Und natürlich ist der Umgang, wie man es so kennt, mit Sklaven im Islam verboten, dass man sie foltert oder schlägt und so weiter und so fort. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Und ich sagte schon, dass der Islam alles daran gesetzt hat, dass es weniger Sklaven gibt und dass man die Sklaverei abschafft. Also es ist nicht Ziel und Zweck des Islams, die Sklaverei zu vermehren, sondern ganz im Gegenteil, die Sklaverei eher zu mindern oder gar abzuschaffen. Gut. Also haben wir jetzt noch einmal, kommen wir noch einmal zum Punkt Aura. Ehemann vor Ehefrau haben wir erledigt. Mann vor Mann, Frau vor Frau. Dann kommt natürlich der nächste Punkt, und zwar ein fremder Mann. Sekunde, bevor ich zum fremden Mann komme. Was ist mit den sogenannten Maharim, Plural von Mahram? Vater, Bruder, Sohn, Großvater und so weiter. Diese Maharim, vor denen muss eine Frau sich so kleiden wie vor Frauen, wie ich gerade erklärt habe, wie vor Frauen. Und die Ansicht, die richtige Ansicht, haben wir ja gesagt, ist der ganze Körper außer Kopf, Hals und die Arme, einschließlich natürlich Oberarm, aber Schulter sollte bedeckt sein, und von den Knien bis zum Fuß. Das braucht sie nicht zu bedecken. Dabei muss man aber darauf achten, dass diese Kleidung nicht eng ist. Man darf nicht im Islam vor dem eigenen Vater mit einer engen Jogginghose da rumlaufen und einem Body oder wie man engen T-Shirts auch nennt und so weiter, das ist nicht erlaubt. Denn das ist ja, das formt den Körper. Das ist mein Vater, ja, und? Trotzdem muss eine Frau Weites tragen. Weite Kleidung vor dem Vater, vor dem Bruder, vor dem Onkel. Onkel, damit ist gemeint, Bruder des Vaters oder Bruder der Mutter. Und genau das Gleiche gilt für Neffe, also wenn man selbst, also wenn die Frau selbst Tante ist, beziehungsweise Nichten. Ja, also dieses Verhältnis von Maharim, vor jedem Mahram muss die Frau sich so bedecken, dass man den Körper nicht erkennt, außer das, was gezeigt werden kann. Und das sagte ich noch einmal, Kopf, Hals, Arme und die Beine unter den Knien. Ansonsten sollte alles weit sein. Gut, dann kommen wir zu der Aura der Frau vor dem fremden Mann. Also es ist kein Mahram, ja, irgendein Mann oder Cousin zum Beispiel. Dann ist natürlich klar, dass der ganze Körper bedeckt werden muss, außer Gesicht und Hände bei einigen Gelehrten. Und bei anderen Gelehrten sagten sie, dass auch das Gesicht bedeckt werden muss, insbesondere in der Zeit der Versuchungen, der Verführungen. Und sicherlich sind wir in so einer Zeit nun. Und deswegen sollte also nach dieser Ansicht der Gelehrten
die Frau selbst den ganzen Körper bedecken. Die anderen sagen, nein, das Gesicht und die Hände dürfen sichtbar bleiben. Das ist die Aura zwischen Männern und Frauen, beziehungsweise zwischen Untermännern oder Unterfrauen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, sein Geschäft im Stehen verrichten. Manche Gelehrte haben gesagt, dass es haram ist zu stehen, während man sein Geschäft verrichtet. Und manche haben gesagt, es sei erlaubt. Der Beleg für das Verbot ist der folgende Hadith von Umar. An Umar qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman fama bultu qa'iman ba'du. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sah mich, wie ich im Stehen urinierte. Dann sagte er, Umar, uriniere nicht im Stehen. Daraufhin habe ich nie wieder stehend uriniert. Da kann jetzt vielleicht jemand kommen, wie kann denn das sein, dass man sich da sieht? Ist ja klar, da gab es ja keine Toiletten mit Türen. Ja? Sondern da ist man irgendwo hin ins Freie. Und da kann man ja vom Weiten sehen, ohne dass man natürlich die Aura sieht. Aber man erkennt, der steht gerade dabei, während er sein Geschäft verrichtet. Ja? Und das war früher gang und gäbe. Ja? Also wir leben in einer Gesellschaft oder in einer Zeit, in der man eben, Alhamdulillah, sein Geschäft verrichten kann, abgeschottet von der Menschheit. Das ist Alhamdulillah eine Gabe. Ibn Hajar al-Asqalani sagte, Ibn Hajar al-Asqalani ist ein großer Gelehrter, ein Hadith-Wissenschaftler, einer der größten Hadith-Wissenschaftler überhaupt. Und er hat das Werk des Gelehrten al-Bukhari, das Hadith-Werk von Imam al-Bukhari, erläutert. Und da sagte er, in Fath al-Bari, also Fath al-Bari, das ist das Werk, und zwar die Erläuterung von Sahih al-Bukhari, es gibt keine authentische Überlieferung, die dies verbietet. Was verbietet? Das Urinieren im Stehen. Im Gegensatz dazu hat uns Hudhayfa ibn al-Yaman Folgendes überliefert. عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. Der Prophet صلى الله عليه وسلم kam zum Abfallort eines Volkes und urinierte im Stehen. Dann verlangte er nach Wasser und ich brachte es ihm und er vollzog den Wudu. Und dieser Hadith ist auch authentisch. Was den Hadith von Aisha angeht, من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. Wer euch erzählt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم im Stehen zu urinieren pflegte, so glaubt ihm nicht. Der Prophet صلى الله عليه وسلم pflegte im Sitzen zu urinieren, so weist dieser darauf hin, dass er صلى الله عليه وسلم dies normalerweise nicht tat und dies seine Gewohnheit war, also im Sitzen zu urinieren. Es ist Sunna, sich hinzusetzen. Dieser Hadith widerspricht nicht dem vorangegangenen, denn der vorige Hadith spricht von einem Einzelfall und dieser von einer Regelmäßigkeit. Ja. Eine Regel lautet, es gibt keinen Widerspruch zwischen einer allgemein gehaltenen Aussage und einer speziellen. La ta'aruda bayna 'ammin wa khass. Wenn man also im Stehen so uriniert, dass man keinen Urin abbekommt, dann ist es unproblematisch. Ansonsten schon, denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, tanazzahu min al-baul, fa inna 'ammat 'adhab al-qabr minh. Achtet darauf, dass der Urin euch nicht trifft, denn die meisten Grabesbewohner werden deswegen bestraft. Und das ist etwas, wo man also nicht leichtfertig damit umgehen sollte. Es gibt viele, viele Menschen, die waschen sich nicht oder wenn sie eben ihr Geschäft verrichten, wenn sie urinieren, dann achten sie nicht darauf und dann kommt dieses Urin an die Kleidung oder an den Körper und das führt natürlich zu vielen Punkten. Erstmal, wenn Urin an die Kleidung kommt, dann war es das mit dem Gebet. Das Gebet ist ungültig und wenn man sich nicht reinigt, dann ist das ein Grund für die Strafe im Grab. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist einmal an einem Grab vorbeigegangen. Und er sagte, an zwei Gräbern vorbeigegangen, und er sagte den Gefährten, hier werden zwei bestraft und sie werden nicht wegen einer großen Sache bestraft. Also er meint damit, sie hätten das ganz, ganz leicht unterlassen können. Der eine wird bestraft, weil er gelästert hat,
Ja, also er hat immer schlecht geredet über die Menschen. Das kann man ja unterlassen, einfach nicht über die Menschen reden. Und der zweite hat sich nicht gereinigt nach dem Urinieren. Ja, und deswegen, barakallahu fikum, muss man darauf achten. Also, was lernen wir daraus? Man sollte im Sitzen urinieren. Ist es mal so, dass man im Stehen uriniert, ist es jetzt nicht haram, aber das sollte nicht die Regel eines Menschen sein. Gut, dann kommen wir zu einem nächsten Punkt, der etwas ausführlicher ist und deswegen lassen wir den inshallah zum nächsten Unterricht, und zwar die Diskussion unter den Gelehrten, ob man sich in Richtung Qibla wenden sollte oder nein, andersrum, ob man sich in Richtung Qibla wenden darf oder ob das verboten ist. Das werden wir dann inshallah bidnillah das nächste Mal uns näher anschauen. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.